Dach zusammen, das Jahr 2023 verabschiedet sich. Aber nicht nur das Jahr, sondern auch der Willibert. Hä? In der Tat, es ist dies das letzte aktuelle Wort zum Samstag für ein ganzes Jahr lang. Der Hintergrund ist folgender. Im nächsten Jahr, 2024, werde ich, so Gott will, 70 Jahre alt. Und zu diesem Anlass habe ich mir selber ein Sabbatjahr geschenkt. Das heißt, ein Jahr lang keine festen Termine, kein Karneval, kein fester kirchlicher Termin und auch kein Wort zum Samstag. Aber Gemach. Ich werde trotzdem präsent sein. Hier an diesem Ort lese ich jetzt für 52 Wochen, das heißt für das ganze Jahr 2024, also ältere Worte zum Samstag auf, sozusagen Willibert Reloaded. Und zwar insgesamt, ich kann es selber gar nicht glauben, habe ich schon weit über 1000 dieser Worte aufgesprochen und eine Auslese davon für jede Kalenderwoche eine haben wir in dem Buch Der gute Draht nach oben aufgezeichnet. Und ich werde jetzt einfach sozusagen reloaded Woche für Woche eines dieser Beiträge vorlesen. Jetzt bleibt natürlich noch die Frage, mit welchen Sätzen verabschiede ich mich in mein Sabbatjahr? Ich will es tun mit Sätzen von einem Mann, den ich sehr verehre und der sich aus seinem weltlichen Leben genau vor einem Jahr verabschiedet hat. An Silvester, nämlich Papst Benedikt den 16. Ich verehre ihn sehr. Ich weiß, er ist nicht unumstritten. Auch ich bin mit seinem Kirchenbild oder mit seiner doch strengen Moral- oder Sexualmorallehre nicht einverstanden. Und ob er sich als Bischof auch schuldig gemacht hat der Vertuschung, das weiß ich nicht. Aber was ich weiß, ist, dass er eine ganz tiefe Spiritualität hatte und dass er diese seine Frömmigkeit mit einer unglaublich poetischen Sprache verkündet hat. Deshalb verehre ich ihn zutiefst. Ich will nur einige wenige Beispiele sagen. In der Messe vor der Papstwahl, als er zum Papst gewählt worden ist, hatte er die Ansprache, die Predigt. Und er hat nicht gepredigt wie ein hochgebildeter Theologe, der er ja war, sondern wie ein einfacher Dorfpastor. Dort sagte er, alle Menschen wollen, dass etwas bleibt. Aber was bleibt? Nicht das Geld, nicht die Bücher, nicht die Gebäude. Irgendwann ist alles im Nichts verschwunden. Bis dahin ist er sogar d'accord mit der atheistischen Sichtweise. Aber dann sagte er weiter, das Einzige, was ewig bleibt, ist die Seele. Deshalb ist das, was von uns bleibt, das, was wir in die Seelen der Menschen hineingelegt haben. Die Erkenntnis, die Liebe, das Wort, das die Seele berührt und öffnet zur Freude. Was für wunderschöne Sätze. Ich habe unter anderem in meinem Sabbatjahr vor, weiter auf meinem Pilgerweg nach Santiago zu gehen. Mal sehen, wie weit ich komme. Alle, die schon mal gepilgert sind auf dem sogenannten Jakobsweg, wissen, dass der
eigentliche Schlusspunkt gar nicht Santiago ist, sondern Finisterre, also der Ort am Atlantik, Finisterre, wo also wirklich nach mittelalterlicher Sicht das Ende der Welt war. Jeder von uns kommt ans Ende der Welt, nämlich wenn er sterben muss. Das ist das Ende meiner Welt. Aus atheistischer Sicht beginnt dann eben das Nichts. Aber jeder weiß, wenn man dort am Atlantik steht und sich umdreht, sieht man im Osten über Santiago die Sonne aufgehen. Das ist die gläubige Sicht. Der Tod hat nicht das letzte Wort, sondern das Licht der österlichen Sonne. Und dazu ein letzter Satz von Benedikt dem 16. Er schreibt in einem seiner Aufsätze: Der Herr sagt, dort, wohin dich niemand begleiten kann und wo du nichts mitnehmen kannst, dort warte ich auf dich, um für dich die Finsternis in Licht zu verwandeln. Denn im Garten des Lebens ist diese Sichtweise, dieser Glaube, der tiefste Dung. Das sagt Adieu bis 2025, der bergische Jung.